Unsere nächste Erfinderin Wallace ist Dava Newman, eine Professorin für Luft- und Raumfahrt in den USA. Sie erfand den Bioanzug, ein neues, schlank geschnittenes Design, das die herkömmlichen voluminösen Raumanzüge, mit denen die für einen Weltraumanzug, ich kann die Arme bewegen, den Rücken kratzen, mich bücken, hinknien, ich könnte sogar rennen wie ein Athlet. Ich genieße absolute Bewegungsfreiheit. Aber wie kann so ein leichtgewichtiger Anzug einen Astronauten in der feindseligen Umgebung stehenden Anzug zu stecken? Die andere wäre, ihn einzuschweißen, sodass der Anzug einen einhüllt. Davas Anzug sorgt für diese eng anliegende zweite Haut. Integrierte Kabelstrukturen pressen den Anzug so dicht an den Körper, dass der Astronaut unter einem atmosphärischen Druck steht, der dem auf der Erde sehr ähnlich ist. Das wirklich Geniale an dieser Erfindung ist, dass der Anzug die Bewegungsfreiheit nicht mehr einschränkt. Davas Entwurf ist ein Durchbruch, das Reisen zu fremden Planeten um ein Vielfaches vereinfachen. Überraschenderweise ist dieser Weltraumanzug aber keine neue Idee.